Angel in der Augenoptik, was macht der ZVA? Also als erstes wissen wir jetzt seit September vergangenen Jahres ganz offiziell, dass die Augenoptik sozusagen ein Mangelberuf ist. Es wurde offiziell von der Bundesagentur für Arbeit festgestellt. Und seit geraumer Zeit, seit Anfang 2015, sind wir schon auf der Suche nach den Gründen, woran es liegt. Und wir haben im ersten Schritt im letzten Jahr festgestellt, dass es sicherlich nicht an der Ausbildungsleistung des Augenoptikhandwerks liegt. Im Gegenteil, also da sind die Ausbildungsquoten sind extrem hoch. Wir haben sehr viele Auszubildenden. Im letzten Jahr wahrscheinlich wieder 5% mehr als 2015. Und 2015 war schon ein besonders gutes Jahr mit mehr als 10% Steigerung. Also wir haben genug Leute, junge Leute, die sich für den Beruf interessieren. Woran es liegt, dass am Ende zu wenig im Beruf ankommen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und die versuchen wir jetzt im Laufe dieses Jahres zu klären, indem wir die Berufsschüler sozusagen fragen, wie zufrieden sie mit ihrer Ausbildung sind, wie zufrieden sie mit ihrem betrieblichen Alltag sind, um da zu schauen, ob es da noch vielleicht Missstände gibt, die wir dann in der Fläche beseitigen können. Gibt es jetzt schon konkrete Initiativen, die vom ZVA zu erwarten sind? Nein, also wir sind noch in der Phase, dass wir erstmal die Gründe wissen müssen, um darauf eine fundierte Lösung präsentieren zu können. Also das heißt, wir müssen erstmal uns wirklich im Klaren sein, woran liegt es. Liegt es an den Arbeitszeiten? Liegt es an am Gehalt? Liegt es an anderen Dingen, an der betrieblichen Atmosphäre? Wir wissen es ja gar nicht genau, woran es am Ende liegt. Und das müssen wir als erstes sozusagen wissen. Und dann können wir, wenn wir diese Daten oder die Kenntnisse haben, dann anfangen, auch wirklich konkrete Initiativen zu starten.